Moin, hallo, willkommen zurück zu My Time at Porsche. Ich habe noch ein bisschen was im Museum dagelassen. Espira, wir reiten nach Hause. Ist auch schon wieder spät hier. Hi, Mint. So, haben wir da viel geschafft heute. Guck, die gehen auch alle pennen jetzt hier. Wir bräuchten hier echt mal so ein Gatter oder sowas. So, kann ich dich hier, warte, bleib. Kann ich mit dir noch interagieren? Ich sehe natürlich gerade wieder nichts, aber es passt schon. Ja, na, hast du toll gemacht. Wir haben nicht viel geschafft heute, aber passt schon. Ein paar Sachen im Museum dagelassen. So, bleibst hier. Ich guck mal gerade, ob ich noch was basteln kann hier. So. Die Ballonplattform muss ich noch bauen, ne? Hm. Habe ich denn genug Material dafür? Ja, kann ich. Wie lange dauert das, bis das fertig ist? Weiß ich jetzt gar nicht. Blumenbeet. Mal gucken, wie groß ist denn das? Ach du meine Güte, ist das riesig. Das wäre natürlich ganz cool, aber ich glaube hier eher nicht so, ne? Stelle ich das denn mal, stelle ich das hier so hin? Ja, ich würde sagen, ich stelle das hier so hin, damit ich das ein bisschen abgrenzen kann, ne? So, wir haben ein fettes Blumenbeet stehen. Krass. Okay. Was haben wir hier noch? Lagerkiste. Fertigungsanleitung Lagerkiste. Das muss ich mir mal angucken. Das Gerät. Wo kann ich das hinstellen? Das könnte ich eigentlich hier so hinstellen, oder? Drehen. Ich finde cool, dass ich das so ein Mini auch habe. Ja, da wollte ich es jetzt nicht hinstellen. Kann ich das hier so? Da so. Stelle ich sie hier hin. Oh, jetzt habe ich sie wieder mitgenommen. Ich wollte sie noch gar nicht mitnehmen. Oh, tut mir leid. So, fertigen mit E. Ah, ich kann hier echt Sachen fertigen. Krass. Der nimmt sogar die Sachen jetzt, die ich hier habe. Das ist ja gut zu wissen. Das heißt, ich sehe auf jeden Fall, ob die Sachen fertig sind oder nicht. Das ist ja echt angenehm. Krass. Okay. Finde ich gut. Finde ich gut. Das Schwert fehlt mir auf jeden Fall. Da muss ich mal gucken. Bist du gleich fertig? Du bist fertig. Okay, dann hauen wir nochmal das Ding raus. Und dann werde ich noch was basteln fürs Museum. Da muss ich mal gucken, was. Das finde ich recht angenehm. Ich bin ja überlegen, ob ich die Fertigungsmaschine vielleicht hier irgendwie hinquetsche. Die wäre, glaube ich, hier gar nicht so schlecht, ne? Ja, mal gucken. Ich muss mir nochmal so eine Werksecke bauen. Hier ein bisschen was ist noch. Ich werde auch nochmal... Warte mal, ich habe doch noch... Die hier, die habe ich mir extra geholt. Aber ich habe keine Unterlagen dafür mehr, ne? Habe ich das hingeschmissen? Hier? Ja, die habe ich nicht mehr Unterlagen. Ich brauche auf jeden Fall noch Unterlagen, dass ich die dann pflanzen kann. Das sind große. Ja, das sind große. Die kann ich hier noch hinballern. Da muss ich die Puppe wieder wegnehmen. Aber dann brauche ich definitiv noch mehr Düngerdinger. Da muss ich nochmal schauen, was ich dann für brauche. Wie viel Geld habe ich eigentlich in der Tasche? 28.000. Ach, das wird auch nicht mehr hier, ne? Da muss ich nochmal schauen. So, du bist noch am Basteln. Ist das gleich fertig? Gleich, ne? Okay, das ist fertig. Die Recyclingmaschine, ob ich die wohl auch bauen kann und dann abgeben kann? Ich bin mir nicht sicher. Muss ich mal gucken, was habe ich denn hier noch? Elektrischer Ofen. Da fehlen industrielle Kerne und Stahlhüllen. Stahlhüllen muss ich auf jeden Fall craften. Ich weiß halt nicht genau, was ich alles machen kann. Den Allesschneider bauen. Stahlhüllen und industrielle Öfen und Schneideplatten. Ne, warte mal, was ist das? Schneidermaschine, okay. Die kann ich bestimmt auch im Dings bauen, ne? Wir bauen das mal. Das müsste noch gehen, ja. Dann gucke ich hier gerade nochmal fertigen. Ich brauche... Was brauche ich denn alles? Industrielle Kerne kann ich 2 Stück herstellen, mehr nicht. Das ist ein bisschen mau. Ich brauche definitiv mehr Blutsteine. Was brauche ich denn noch? Kann ich gerade mal legen. Achso, ich habe ja noch einen neuen Bauplan. Was kann ich denn bauen? Eine Lagerkiste hier. Wow. Okay, wie viel kann die lagern? Weiß ich nicht. Bauen wir mal 2 Lagerkisten. Wir bauen mal 2 Lagerkisten. Mal gucken. Schauen, wie das so ist. Was es genau ist, weiß ich auch nicht. Wenn ich natürlich viel drin lagern kann, wäre das natürlich top, ne? Flasche mit Ballons. Ballons brauche ich. Kann ich Ballons herstellen? Wie kann ich Ballons herstellen? Straßenlaterne. Bin ich überlegen, ob ich eine Straßenlaterne baue. Hm.
Bauen wir mal 2 Stück. Bauen wir mal 4 Stück. Das interessiert mich. Wenn ich die hier aufstellen kann, dass sie ein bisschen heller ist, natürlich auch ganz cool, ne? Müsste ich allerdings alles in die Zoom räumen, dann, das könnte interessant werden. Also mit dem Füttern. Achso, ich wollte mal gucken. Kann ich nochmal füttern oder kann ich nur einmal am Tag füttern? Das interessiert mich noch. Das ist nämlich schwierig dann. Ich 999 Tage warten muss, dann muss ich ja noch Ewigkeiten weitermachen. Das wäre ein bisschen uncool. Es wäre cool, wenn ich doppelt füttern könnte oder dreifach sogar, morgens, mittags, abends. Ne, Futter ist da. Kann ich leider nicht, ne? Ne. Oh Mann, das dauert echt 999 Tage. Das wird ja ewig dauern. Im Groben, wenn ich auf 30 Tage rechne, mal 4 Monate, das wären 120, weniger 4, ne, weniger 8, ne, 100, 122 Tage wären das. Wow. Da bin ich ja 8 Jahre dabei. Das wird doch ewig dauern. 8 Jahre muss ich hier weiter spielen? Da könnte ich aber bis dahin wirklich dann das Schwert rausziehen oder sowas. So lange wollte ich jetzt eigentlich nicht zocken. Da muss ich mal gucken. Ich glaube, das muss ich mal, wenn ich hier soweit durch bin. Ich hatte eigentlich gehofft, dass Emily hier einzieht, aber puh. Vielleicht sagt Emily, vielleicht sagt Sophie nachher auch, okay, ich sehe, dass du dich angestellt hast, aber ich bin mir nicht sicher. Wenn das wirklich bis 99 Tage geht, dann, das könnte dann länger dauern. Kann ich das hier bauen? Nein, kann ich nicht, weil ich brauche einen industriellen Ofen und große Rohre. Industrieller Ofen. Das sind alles Schneider. Warte mal, da brauche ich auch einen industriellen. Nee, doch, da brauche ich auch einen industriellen Ofen. Also muss ich 2 industrielle Ofen bauen. Ach du meine Güte. Wo habe ich die denn? Industrieller Ofen. Hier, da brauche ich aber auch wieder die Kerne. Oh, yeah. Ich kann nur einen bauen. Na gut. Das gut geht, ich weiß es noch nicht genau. Das zieht sich jetzt alles ein bisschen. Das sind so wirklich Langzeit-Endgoals. Da muss ich mal schauen. So, dann hau ich mich erstmal ins Bett. Und dann haben wir wieder den nächsten Tag. Mal wieder. Wow, ich habe richtig Erfahrung gekriegt hier. Aber so viel Erfahrung, wie ich brauche jetzt hier, um Level weiterzukommen, wird, glaube ich, auch noch eine Weile dauern, ne? Oder? Warte mal. Was kommt jetzt? Ich dachte schon. Ich guck mal gerade nach. Missionen. Oma Sophie macht sich Sorgen. Sophie möchte deine Hingabe auf die Probe stellen. Hilf Emily bei jeden Tag die Farm zu säubern und die Tiere zu füttern. Emily bewahrt das Futter im Stall auf. Das muss ich jeden Tag machen. Ich krieg 5 Kürbis dort. Wow. Das kann ich bei Antoine abgeben? Okay. Dann kümmere ich mich erstmal um meine Tiere. Muss ich schließlich auch um meine Tiere kümmern. Aber, puh. 990 Tage, das ist... Ich sag mal, mit dem Saubermachen ist kein Problem, aber mit dem Füttern ist doof. Ich kann echt nur einmal am Tag füttern. Das ist so ein Endgoal, das würde ich schon gerne sehen. Und wenn das... Nein, warte, bleib hier. Und wenn das 999 Tage dauert, ja. Das zieht sich dann ein wenig. So. Okay, zurück. Essen habt ihr noch? Ich hoffe, ihr futtert nicht ganz so extrem. Wow, 18 Stück, alter Schwede. Okay, dann gebe ich euch mal ein bisschen mehr Weizen. Ihr habt ja echt Hunger gehabt, wa? So, ich muss mich auch noch mal ein bisschen kuscheln hier und knuddeln und so und ja. Ja, ja, ich weiß. Ne? So. Gefüttert durch hatte ich euch ja schon gestern. Jetzt muss ich mal gucken, dass ich die Sachen hier noch einsammle. Boah, das wird auch immer mehr, habe ich das Gefühl, ne? Und die hier werden auch immer mehr. So. Okay, jetzt einmal knuddeln. Dann einmal Morgenack. Ist auch da. Ist auch da, um Lara zu knuddeln. So. Na, komm mal her hier. Ja, ne? Dich nochmal knuddeln.
So. Okay. Dich habe ich geknuddelt, dich habe ich noch nicht geknuddelt. Okay. Dann gucke ich mal, was ich noch bauen kann. Denn, obwohl, das muss ich erstmal mitnehmen, ne? Und den muss ich, glaube ich, ich weiß gar nicht, muss ich den hinpacken? Kann ich den hier reinpacken? Nein, das wollte ich nicht. Da, Rechtsklick und dann... Wo ist er? Da reinpacken? Kann ich jetzt hier das bauen dann, wenn ich das da reingepackt habe? Müsste ich eigentlich, ne? Wo war denn das? Was wollte ich denn nochmal bauen? Ich habe schon wieder vergessen. Den großen Ofen wollte ich bauen, ne? Den hier. Zwei große Rohre brauche ich. Nein! Das brauche ich nicht bauen, das habe ich schon. Zwei große Rohre. Habe ich nicht in Auftrag gegeben gestern. Gibt's die hier noch? Kann ich die noch? Zwei große Rohre? Kann ich noch. Okay. Das dauert aber einen Moment, bis die fertig sind, oder? Sind die schon fertig? Wäre natürlich toll. Kann ich bauen, sehr gut. Okay, dann bau das mal. Kann ich das im Museum auch geben? Nein, kann ich nicht. Also habe ich das jetzt umsonst gebaut. Okay, dann kann ich es verkaufen. Dann muss ich nochmal gucken, was mit den anderen Sachen ist. Das muss ich abgeben. Spira, komm mal mit. Wo bist du? Oder? Nee, Flauschi, du bist heute dran, ne? Okay, Flauschi, dann lass es mal. Heute ist Samstag, heute wird nicht gearbeitet. Aber ich müsste eigentlich nochmal ins Museum zurück. Wo ist Antoine denn unterwegs? Ist Antoine hier? Der müsste eigentlich da sein, ne? Auch wenn er jetzt nicht arbeitet, müsste er trotzdem da sein. Da ist Antoine. Hi, Antoine. Bitteschön. Das geht schnell. Welch ein effizienter Handwerker. Dankeschön. Ich würde gerne was basteln, aber es geht leider nicht. Na gut, mach's gut. Junge, Junge, Junge. Ich frage mich, wie lange man das spielen kann. Ob man das echt bis in die Endlosigkeit, Endlosigkeit spielen kann? Ja doch, irgendwie so. Bin mir nicht sicher. Dieses Mal. Hi, Emily. Ich habe Großmutter in letzter Zeit häufiger als sonst zum Arzt gebracht. Ihr Rücken macht hier wieder Probleme. Mach's gut, ich kümmere mich noch um die Tiere. So. Okay, dann schnappen wir uns mal das Futter. Und füttern mal. So. Hühnerfutter, bitteschön. Sauber machen. Das Sauber machen wird echt schnell gehen, aber das Futter platzieren, das wird echt, das zieht sich. Wenn ich das echt nur einmal machen kann, das ist ein bisschen doof. Gibt es da nicht eine Möglichkeit, das irgendwie noch zu beschleunigen? Hallo, was treibst du? Was treibst du an Jungspund wie du auf meinem Bauernhof? Ich mach doch hier sauber. Hast du nicht gesagt, dass du mich auf die Probe stellen möchtest? Dich auf die Probe stellen? Warum soll ich das tun? Oma, wie konntest du das nur vergessen? Du hast gesagt, wenn Kara mir bei der Arbeit auf dem Bauernhof hilft, würdest du unsere Beziehung nicht unterbinden. Oh ja, ich erinnere mich wieder. Wie lange hilfst du jetzt schon aus? Schon seit drei Jahreszeiten. Liebe Güte, so lange schon? Es tut mir leid, dass ich dich so lange habe schuften lassen. Ich verliere Zert wirklich aus den Augen. Du bist ein anständiger Bursche. Naja, eigentlich bin ich ja ein Mädel, aber egal. Ich sehe keinen Grund, warum du nicht mit meiner Emmy zusammen sein solltest, aber wenn du sie jemals verletzt, werde ich mich daran erinnern. Okay. Danke, Oma. Keine Sorge, ich kümmere mich um Emily. Wow. Emily, ich habe was für dich. Wir sollten uns hin und wieder verabreden. Ich würde wirklich gerne etwas Zeit mit dir verbringen. Kein Problem, aber vorher gebe ich dir nochmal eine Kleinigkeit. Wo habe ich es denn? Hast du die verdient? Denn du hast mir geholfen. Das riecht zu gut, um gegessen zu werden. Okay, dann können wir uns jetzt verabreden. Können wir nicht. Warum nicht? Warum nicht? Warum nicht? Oh. Interagieren? Was mache ich jetzt? Ich kann mit... Okay. Das sieht sehr strange aus. Okay, Küssen machen wir noch nicht. Da sind wir noch nicht so weit. Das gehen wir ein bisschen ruhiger an. Okay. Ja. Mhm. Das sah sehr strange aus.
Ich dachte, dass wir uns beide gegenseitig umarmen, aber das sah eher so aus, als wenn ich irgendwie, als wenn das so unbehaglich ist. So ganz merkwürdig. Vielleicht, weil ich auch ein Mädel bin oder so irgendwie, aber wir sind doch eigentlich zusammen. Das ist merkwürdig. Ich habe das doch schließlich in den Weg geleitet. Hallo, Handwerker. Okay, alles klar. Dankeschön. Dankeschön. Sehr merkwürdig. Das hat Emily gut gedeichselt, Mann. Ich dachte schon, ich muss jetzt hier 999 Mal das machen. Und hab's wirklich nur zwei oder drei Mal gemacht. Puh. Ich sag mal, mit dem Misthaufen wegmachen, das ist kein Problem. Das ist alles schnell machbar. Aber mit dem Füttern, das hätte ewig gedauert. 3 Jahre. Das hat Emily echt gut gedeichselt hier. So. Jetzt sind wir auf jeden Fall beide Komplizen. Ha. Sie scheint schon ein bisschen vergesslich zu sein. Oma Sophie. So. Den Herzknoten hatte ich. Einen Ring muss ich noch besorgen. Wo kriege ich denn so einen Ring her? Ach, was mache ich denn jetzt? Mache ich jetzt mal so eine Powerrolle? Ich wollte gerade irgendwas. Wollte ich gerade. Ich habe schon wieder vergessen, was ich wollte. Ich wollte die Sachen verkaufen. Genau. Und gucken, was ich noch bauen kann. In der Moment, was habe ich denn hier gebaut? Was zur Hölle habe ich hier gebaut? Ach, eine Aufladestation. Ach nö, ich habe das Falsche gebaut. Das kann ich auch nur verkaufen. Dammit. Das habe ich natürlich nicht gelesen, ich Dömer. Okay. Ja. Wenn man wüsste, was man hier in die Dingens geben kann. Nähmaschine vielleicht, aber da brauche ich einen Nähkopf. Wenn ich wüsste, was man im Dingens abgeben kann, kann ich das hier auch bauen? Ja, dann baue ich das mal. Mal gucken. Wahrscheinlich kann ich das auch nicht im Dingens bauen, ne? Was brauche ich eigentlich hier noch, um Dings fertig zu machen? Ich brauche noch... Gucken wir mal gerade. Ja, Flaut, ich bin gleich da, ne? Ich muss eigentlich im Museum nochmal nachgucken. Also hier ist, glaube ich, doch der Helm noch. Der Taucherhelm, Teil 1 fehlt noch. Okay, Taucherhelm Teil 1 und zwar aus den Düstermoor-Ruinen. Da muss ich nochmal hin, aber das ist dann da ganz hinten. Hier brauche ich noch den Teil 3 von dem Soldaten mit der Klinge. Das kann ich noch holen, glaube ich. Und ich brauche hier noch verlassene Ruinen 1, okay. Da brauche ich noch komisches Glasgewächs, Teil 2. Aus den Ruinen 1, okay. Das heißt, ich gehe in die Ruinen 2 auf jeden Fall nochmal zurück, um Dings zu machen. Um das Klingenteil, die Klinge noch zu finden. Ich hoffe nur, ich kriege die irgendwie. Oh Mann, du stehst gerade ein bisschen weg. Hier war sonst nichts mehr. Den Helm kann ich auch verkaufen. Hier, komm. Das sind so Sachen, die kann ich verkaufen. Okay, ja, komm. Nein, abbrechen. Komm mit. Komm mit. Was machst du? Nein, bleib stehen. Mensch, was ist los hier? Okay, wir müssen zu Pauli. Pauli kauft uns die Sachen ab. Und ja, wir können heute nicht viel machen. Verabreden geht auch nicht so oft, ne? Ich muss mal gucken, wo ich diesen Ring herkriegen kann. Guck mal, hey Pauli, ich habe da was für dich. Und zwar das hier. Ja. Das hier, wow, da kriege ich aber ein bisschen Abzug, ne? Das kann ich dir nicht verkaufen. Wie kann ich das verkaufen? Besonderer Gegenstand kann ich nicht... Wird nicht angenommen, okay. Wird nicht angenommen. Hier sind noch ein paar Sachen zu bauen. Kristallstatue. Okay. Da kann ich echt noch Sachen bauen, ne? Kupferbahn, Topaz, kleiner Silikonchip. Traumlampe kann ich dann lernen. Krankenhausbett, Kristallstundenglas... Kann ich noch ein paar Sachen basteln? Okay. Ich glaube, den Ring kann ich bei Dings kaufen, oder? Oder hatte ich den schon gekauft? Da muss ich mal nachgucken. Hier kann ich noch einen Helm kaufen. Minenarbeiterhelm Level 1. Ja, nee, das brauche ich gar nicht. Okay. Kann ich hier was bei dir verkaufen noch? Den Helm kann ich hier verkaufen? Jo, kann ich bei dir verkaufen. Wahrscheinlich, weil es eine Klamotte ist. Macht Sinn, okay. Mach's gut. So, ja, was mache ich denn dann jetzt? Kann ich bei dir noch was lernen, Django? Unterhalten?
Habe ich die Geschichte von den zwei Schwestern erzählt? Die Schwestern machten einen Wettbewerb daraus, welche von ihnen das stabilste Haus bauen könnte. Eine Schwester baut ein Haus aus guten Materialien, aber es war sehr hässlich. Die andere Schwester hingegen errichtete ein sehr schönes Haus. Während eines heftigen Schneesturms hielt das Haus der ersten Schwester stand, doch das andere brach in sich zusammen. Eine interessante Geschichte, nicht wahr? Okay, die eine hat ein hässliches gebaut, das hat überlebt und das andere... Okay. Was lernen wir daraus? Ich weiß nicht. Ein Rezept bitte. Was möchtest du heute lernen? Ich möchte ein paar Gerichte mitteilen. Schau mal, zu welchen du etwas hören möchtest. Kugelfisch, Mehl, Goldlachs. Wir nehmen mal Mehl. Eine weise Entscheidung. Ich kenne ein Gericht namens klassische Spaghetti mit Hackfleisch. So, ja, das kenne ich schon. Dankeschön, mach's gut. Kugelfisch hätte ich nehmen sollen. Okay, ich reite dann nochmal nach Hause. Aber das sehen wir in der nächsten Episode. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.